Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute testen wir ein bisschen neues Make-up, unter anderem die Natasha Denonia, Golden Palette. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ihr bekommt alle Produkte bei Lookfantastic, wo ihr mit Claudi Welt auch immer den maximalen Rabatt bekommen könnt. Und ich starte die Geschichte einfach mal mit einem bekannten Produkt, und zwar ist es die Glotion von L'Oreal. Die verwende ich jetzt als Primer und das bekommen wir jetzt auch bei Lookfantastic. Ich habe die Farbe 901 Fair Glow. Und da ich eigentlich eine sehr gute Hautpflege von Dalton jetzt drauf habe, da könnt ihr, glaube ich, auch aktuell mit Beauty Claudi 20% sparen, brauche ich da nicht allzu viel von. Das heißt, ich möchte nur einen zarten Glow über meine generelle Pflege drüber geben. Und das funktioniert doch schon mal sehr, sehr gut. Ich war eben noch im Garten, deswegen ist hier ein bisschen Erde. Sehr gut. Ja, das ist jetzt im Sommer so, ne? Dass man dann halt irgendwie mittendrin oder kurz davor dann noch irgendwie im Unkraut war. Ich finde, dass der einfach, also dieser Glow ist sehr schön, sehr gesund. Und ja, nebenan fährt der Staubi so ein bisschen. Also wir stören uns da mal nicht dran. Ein weiteres bekanntes Produkt ist die IT Cosmetics Your Skin But Better CC Plus Nude Glow Foundation. Ich habe die, ich meine, in der hellsten Farbe. Die habe ich aber auch schon eine Weile hier. Farbtechnisch ist das eher eine Sommer Foundation für mich. Im Winter ist mir die einen ganz kleinen Tick zu dunkel. Wow, aber jetzt gerade passt die echt super. Das Gute bei IT Cosmetics oder das Angenehme ist halt einfach, dass man im Prinzip Hautpflege hat und darauf wurde dann quasi nochmal Make-up aufgebaut, mehr oder weniger. Und also das ist ja im Prinzip eine Skincare-Brand, ne? Und das mag ich einfach sehr, sehr gerne. Das merkt man den Produkten auch einfach an. Und eine schöne Foundation, eine schöne CC-Cream, ne? Die macht einfach ein ausgeebnetes Hautbild. Es gibt die auch in der originalen Variante, da hat die viel, 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 viel mehr Deckkraft. Ich würde sagen, dass das hier wirklich so die perfekte Version für den Sommer ist. Auch das ein alter Bekannter, L'Oreal Accord Parfait, also der True Match Radiant Serum Concealer, beziehungsweise im Prinzip ist es eigentlich ein relativ neues Produkt, aber ich habe den schon ungefähr vor einem Monat gekauft in der Farbe 1R. Also manche dieser Produkte habe ich auch in PR erhalten, aber viele, wie zum Beispiel die Natasha Denona Palette, habe ich mir einfach selber mal bestellt und habe das jetzt einfach mal in diesem Video kombiniert. Ich glaube auch Real Techniques finden wir noch bei Lookfantastic. Da habe ich einen kleinen Sponge hier, ne? Den nehme ich gerne für den Concealer. Und darauf könnt ihr dann natürlich auch sparen. Das ist natürlich auch großartig, ne? Wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann könnt ihr gerne über die Links in der Infobox bestellen, weil die sind affiliated. Der Code ist nur für euch. Also da ist einfach nur der maximale Rabatt für euch drin. Aber halt jetzt nicht irgendwie, dass das provisionisiert ist oder so. Das heißt, wenn ihr Produkte interessant findet, nehmt gerne die Links in der Infobox. Dafür setze ich sie ja auch immer rein, ne? Dass ihr da auch einen direkten Zugang habt, wenn ihr möchtet. Oh, der Concealer verträgt sich auch wirklich gut mit der Foundation, aber bislang hat der auch immer ganz gut bei mir funktioniert, muss ich wirklich sagen. Auch hier eine Medium-Deckkraft und ein schönes Finish, finde ich, ne? Hier muss ich nochmal gucken. Wir haben uns noch nicht so ganz angefreundet. Iconic London, da habe ich dieses Instant Sunshine Bronzing Drops Produkt. Soll man ja wirklich als Bronzer, als Liquid Bronzer auftragen. Kannst du auch in deine Foundation mischen. Das Ding ist aber halt wirklich Gold, ne? Aber ich habe das jetzt zum Beispiel bei Kati gesehen, bei Contra Junkie, da sah das so gut aus. Aber ich muss gestehen, dass ich ein bisschen Respekt vor dem Teil habe. Weil das als Bronzer? Mal gucken, ich trage mir den jetzt erstmal mit dem Finger ganz, ganz leicht auf, weil da habe ich halt noch ein bisschen was dran. Und wenn man halt so aus dem Winter noch eine Foundation hat, die einem zu dunkel ist, soll man das halt auch super reinmischen können. Es gibt jetzt immer mehr Firmen, die auch diese Bronzing Drops rausbringen. Ich muss mal gucken. Ich finde es relativ krass, muss ich sagen. Und ich habe jetzt ja nur sehr, sehr wenig aufgetragen. Vielleicht mit so einem klassischen Stippling-Brush mal versuchen. Es lässt sich halt auch wirklich schwer verblenden. Also mit dem Stippling-Brush nie. Nee. Guck mal, ich habe hier noch nach wie vor diesen weißen Streifen. Ich glaube nicht, dass das mein Produkt ist. Mm-mm. Wahrscheinlich muss man das als Underpainting verwenden, weil wenn ich jetzt hier so die Foundation drüber gebe, lässt sich das viel, viel besser verblenden. Ne? Also ja, also erst dieses Produkt nehmen, dann die Foundation drüber machen. Das funktioniert besser. Also Primer, dieses Glowfi und dann Foundation. Und dann hat man diesen Glow from below oder wie gesagt direkt in die Foundation mit einmischen. Aber so ist das, also über die Foundation und dann Puder und so. Nee, das ist nicht mein Vibe. Das kann, also nie. Nee, bin ich ehrlich, Leute, ne?
ganz frisch am Start ist hier dieses Laura Mercier Translucent Pressed Setting Powder. Also das ist wirklich ein ganz, 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 ganz neuer Launch. So schaut das aus und da ist nicht so viel Produkt drin, 6,5 Gramm, ne? Also halt wirklich nur hier, upsala, oben im Pfändchen. Hier unten drunter ist nämlich der Platz fürs Schwämmchen. Ich nehme mir da auch ein bisschen was mit meinem hier, ne, Puffelding auf und arbeite das unter meinen Augen und auf meinen Augen drauf. Das soll halt einen Instant Blurring Effekt geben. Funktioniert schon mal ganz gut und ich finde auch, dass es nicht so gelb aussieht wie die lose Variante davon, ne? Und für den Rest meines Gesichtes mache ich das einfach mit einem Puderpinsel. Krass. Also der Glow wird, also der kommt hier tatsächlich noch ein bisschen durch, aber im Großen und Ganzen wird er wirklich ausradiert, ne? Und man hat dadurch einen Weichzeichner-Effekt. Hier habe ich das aufgetragen. Nee, der Glow kommt durch. Wow. Also hier habe ich das aufgetragen, hier noch nicht. Die Seite ist deutlich mehr geblurrt. Schön. Also das mag ich auf jeden Fall lieber als die lose Variante, bin ich ehrlich. Es ist einfach eine Handhabung und das Finish gefällt mir, auch wenn ich jetzt hier diese Umverpackung ein bisschen zu klobig für das Produkt finde, was da einfach tatsächlich drin ist. Und ich finde auch, dass sie sich sehr, sehr leicht anfühlt. Ne? Das ist nicht ganz so hochwertig, weil das ist ja auch nicht günstig. Gut, das mit den Bronzing Drops hat nicht so funktioniert, deswegen nehme ich hier von Too Faced mein Milk Chocolate Soleil. Den habe ich schon seit Ewigkeiten. Ja, ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Da muss ich immer an Melly denken, die da einfach schon 2 oder 3 Stück von aufgebraucht hat. Die ist so krass, ne? Ich habe hier noch ein ganz freshes Produkt und zwar von Natasha Denona My Mini Dream Glow Blush. Auch da haben meine Kolleginnen so sehr von geschwärmt, dass ich mir gedacht habe, okay, dann hole ich mir den mal. Wir haben hier auf der Seite die Blush-Seite, dann also eine sehr dunkle Blush-Seite, eine Medium-Blush-Seite oder helle Blush-Seite in der Mitte und den Highlighter. Man kann sich das komplett wuseln und dann aufs Gesicht geben als Blush-Leiter. Ich versuche jetzt erstmal nur hier außen so die Blushes zu treffen und mir das erstmal als normalen Blush aufzutragen. Gut, der hat auch ein bisschen Schimmerpartikel hier mit drin. Oh Gott, lässt sich das schön auftragen. Wow, der ist schön, Leute. Ist jetzt natürlich mit diesem Riesenpinsel ein bisschen überdimensioniert, aber auch das funktioniert und das war ein Reim. Sehr nicer Blush, ne? Mag ich gerne leiden. Und jetzt gehe ich auch nochmal vorsichtig hier in diesen Highlighter rein. Oh, der ist hübsch. Der aus dieser Golden Collection hat mich persönlich nicht ganz so angesprochen, einfach weil ich mir gedacht habe, der ist mir eh zu dunkel. Ne? Jedenfalls mindestens 2 davon werden mir zu dunkel sein, deswegen habe ich mir den auch nicht gekauft. Genau, aber bei dem hier hatte ich Hoffnungen, dass dieser Highlighter auch auf meinem Hautgedönsen funktioniert und das tut er. Mm. Und die Natasha Denona Highlighter sind auch eigentlich echt geil. Jo, für die Augenbrauen ist auch mal wieder Too Faced am Start. Super Fine Brow Detailer. Das ist dieses Schätzelein. Den finde ich einfach so süß. Hier mit seinem Herzchen hinten dran. Eine feine Miene. In der Farbe Taub habe ich den. Ne? Hier haben wir dann das Augenbrauen-Spoolie, was ich vielleicht vorher mal ein bisschen sauber machen sollte. Ich mache gerne mit diesen Spoolies ja auch so, wenn ich Glitter-Fallout habe oder Mascara abstempelt oder so, ne? Oder smudged, mache ich das damit immer weg. Genau, so super fein wie bei anderen Augenbrauenstiften ist diese Mine nicht, aber sie ist definitiv verwendbar für meine Zwecke. Und ja, das färbt jetzt meine Augenbrauen etwas ein. Und ich finde hier einfach, dass die Farbe ganz gut passt. Sie ist manchmal, also wenn ich richtig so im Winter unterwegs bin, ein bisschen zu warm, weil meine Haare dann auch sehr, sehr kühl sind. Jetzt werden meine Haare ja ein bisschen mehr goldblonder und deswegen passt es jetzt auch gerade richtig, richtig gut. Hierzulande bekommen wir das irgendwie gar nicht mehr so mit, wenn Urban Decay neue Produkte launcht. Bei Lookfantastic bekommen wir sie aber noch. Und da habe ich hier Big Bush Brow in der Farbe Taupe Trap. Also ich habe mir jetzt auch nur die Augenbrauen sehr dezent nachgezogen, denn das ist ein gefärbtes Augenbrauenprodukt. Und ja, das ist von Urban Decay und die scheint auch irgendwas an ihrer Philosophie oder so verändert zu haben. Denn ich finde, also man hört einfach so wenig von denen, oder? Ich habe keine Ahnung. Wir haben hier auf jeden Fall einen Spoolie, wo auch so Fasern drin sind. Also ich hoffe, dass ich damit auch so ein bisschen meine Augenbrauen auffüllen kann noch. Also mal gucken. Normalerweise macht man das ja so, dass man das dann einmal so erstmal reinkämmt. Und dann geht man auch mal gleich von hinten nach vorne durch, damit auch wirklich die Fasern an die Augenbrauenhärchen so richtig rankommen. Mal gucken, ob das hinhaut hier.
Denn ja, ich habe halt nicht so viele Augenbrauenhärchen, die eingefärbt werden könnten. Weiß nicht, hat das jetzt nochmal einen zusätzlichen Effekt gegeben? Ein ganz kleines bisschen, ne? Also da ist jetzt echt nicht so viel Unterschied. Naja, vielleicht wenn man das solo aufträgt, aber dafür sind meine Augenbrauenhärchen halt nicht dicht genug, finde ich, ne? Oder wenn man halt Richtung Sommer denkt und tatsächlich nur mal eben kurz was in die Augenbrauen machen möchte, so ein Alltagslook oder so, dann könnte das funktionieren. Ich glaube, es wäre mir zu wenig. Naja, aber wir schauen jetzt mal. Vielleicht ist es ja auch noch ein richtig gut haltendes Augenbrauengel, was dann auch in dem Sinne die Augenbrauen an Ort und Stelle halten wird. Das müssen wir mal schauen. Ich werde jetzt hier außen noch ein bisschen aufräumen, denn da habe ich ein bisschen meine Stirn mit angeditscht. Genau, so, jetzt kommen wir zu diesem Schätzelein, die Golden Palette von Natasha Denona. Das ist so schade gewesen, dass die im Vorfeld schon gelauncht wurde, nicht gelauncht, sondern geleakt wurde. Ich glaube, das war ein bisschen blöd für Natasha Denona. Und ja, deswegen haben die dann auch, glaube ich, erst nach und nach die Kollektion rausgebracht. Das heißt, ich glaube, zuallererst kam die Palette, dann wurde das Lippenprodukt rausgebracht und dann halt auch die Face-Palette. Ich glaube, das hatten die sich auch ein bisschen anders vorgestellt, ne? Naja, ich möchte sie euch auf jeden Fall zeigen. Ich finde, damit kann man sicherlich auch einen schönen Nude-Look schminken. Das werde ich ja auch tun. Und ja, mal gucken, ob man die jetzt unbedingt braucht. Ob ich, ne, da jetzt denke, oh mein Gott, das ist die Palette, auf die ich gewartet habe. Oder ob ich enttäuscht sein werde. Mal gucken. Wir haben halt hier relativ viele Töne, die sich einfach auch ähnlich sind. Ne? Ich meine, wie willst du sonst eine Golden Palette machen? Du hast den Ton, der sich ähnlich sieht. Bei den Schimmertönen ist auch immer wieder, ich meine, die haben unterschiedliche Finishes und bei dem und dem hast du auch unterschiedliche Glitzerpigmente so mit drin, dass es halt auch nochmal irgendwie anders wirken wird. Das habt ihr eben in den Swatches ja auch gesehen. Aber im Großen und Ganzen ist das halt wirklich schon alles sehr, sehr ähnlich zueinander. Ich starte mit einem relativ hellen Braun, Aria, und setze mir den so in die Lidfalte rein. Keine Frage, pigmentiert ist das sicherlich sehr, sehr gut, ne? Ein Ton, der minimal dunkler ist, ist Teak und damit verdunkle ich hier außen. Okay, man sieht auf jeden Fall einen Unterschied auf dem Auge. Das muss man dem Ton definitiv lassen. Dann habe ich hier so einen Karamellton Sandstone, den setze ich mir an den unteren Wimpernkranz. Ich möchte jetzt einfach einen Look machen, wo ich maximal viele Farben auch verwende und man gegebenenfalls auf dem Auge auch Unterschiede erkennen kann. Bei Swatch ist es die eine Sache, aber auf dem Auge ist es, glaube ich, immer noch ein bisschen anschaulicher. Mit dem Ton Flash, der hat ein bisschen was Orangenes noch leicht mit drin, verblende ich das hier mal. Der wirkt auf dem Auge deutlich dunkler als im Pfännchen. Deswegen nehme ich auch diesen hellsten Ton Mliko, das ist ein Cream to Powder eigentlich, ne? Und verblende dann auch nochmal irgendwie direkt unter der Augenbraue, um so ein mattes Augenbrauen-Highlight zu schaffen. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich das nicht irgendwie allzu krümelig in die Augenbrauen aufträgt, ne? Die übrigens echt fest geworden sind. Krass. In den unteren Wimpernkranz blende ich mir mit Panna aus. Das ist auch ein Cream to Powder. Gut, da siehst du jetzt echt nicht so viel von, ne? Ist auch, glaube ich, kein Ton oder beide sind auch nicht so unbedingt dafür gedacht, um auszublenden. Aber wie gesagt, ich möchte versuchen, so viele Töne wie möglich auch zu zeigen. Ja, gut. Dann mache ich mir einen Eyeliner und nehme mir dafür den Ton Lock. Das ist der letzte matte Ton aus der Palette. Das funktioniert auch gar nicht mal so übel, muss ich sagen. Ja. Symmetrie ist definitiv etwas, was ich noch lernen muss. Das hat nicht so gut hingehauen. Aber na, ja, auf dem Auge selber kann ich jetzt nicht fünf verschiedene Schimmertöne verwenden. Das heißt, ich nehme mir Fizzy und ich nehme mir Kava. Genau, Kava ist eher so, die sind sich auch ein bisschen ähnlich. Okay, das ist Kava. Kava kommt jetzt erstmal auf die Mitte. Fizzy kommt ins innere Drittel. Ohne Glitterglow, ne? Mit Glitterglow wird das natürlich ein bisschen mehr eskalieren, aber ich möchte euch das auch gerne mal so zeigen. Da ist jetzt nicht so der ultimative Unterschied zu sehen, muss ich gestehen. Aber es sind unglaublich schöne Schimmertöne. Also, ne, sehr, sehr edel wirkt das Ganze und auch harmonisch zum Look. Das sieht schon schön aus. Komm, einen nehmen wir noch, Alchemist, das ist der dunkelste Schimmerton hier in der Palette.
Den setze ich mir dann hier außen dran. Der ist halt wirklich richtig schön Bronze. Aber auch da, ne, es ist nur ganz, 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 ganz leichte Unterschiede zu erkennen, würde ich sagen. Der Ton Aura ist ein bisschen schwieriger, ne? Das ist der hellste Schimmerton hier, weil das eigentlich eher so ein Topperton ist. Und den möchte ich mir in meinen Innenwinkel setzen. Ja, mein Finger hat nicht ganz so gut getroffen, aber ich finde, dass er auf jeden Fall auch schön wird, aber tatsächlich nicht so hell wie in der Palette, ne? Auf dem Auge ist er dann eher harmonischer, auch zum Look tatsächlich. Ich gucke mal, ob der sich mit dem Pinsel besser auftragen lässt. Auf jeden Fall präziser. Definitiv. Also das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also es ist ein wunderschöner Look. Es ist eine wunderschöne Palette. Sofern man noch keine Golden Nude Palette zu Hause hat und auch in Qualität investieren möchte, ist es definitiv einen Blick wert. Wie gesagt, ihr könnt da auf alle Produkte ja auch mit Claudie Welt sparen. Und ich finde auch, dass diese Palette sehr, sehr schön ist und halt komplett dem entspricht, was sie halt so verspricht. Ne? Du hast hier verschiedene Goldtöne drin, du hast hier Nude-Töne drin, du hast hier verschiedene Texturen drin. Ich finde sie ganz schön. Aber wenn man halt schon, was weiß ich, wie viele Nude-Paletten zu Hause hat, ist es nicht unbedingt etwas, was man definitiv braucht. Fixieren wir das Ganze mit dem Face Make-Up Fixer von Kiko. Das ist so ein bisschen Hairspray-Style. Hatte ich, glaube ich, beim letzten Schminki auch schon verwendet, ne? Man muss halt ein bisschen die Luft anhalten, wenn man das aufsprüht. Und danach halt auch. Aber es fixiert richtig derbe das Make-up. Das kann man nicht anders sagen. Das hält richtig gut. Jetzt werden die Wimpern gebogen, bevor sie getuscht werden. Und auch da kommt ein alter Bekannter wieder vor. Die MAC Stack Mascara ist eine meiner absoluten Lieblingsmascaras. Ich finde sie fantastisch. Sie hält bei mir richtig gut. Ich kann sie vernünftig abschminken, aber sie stempelt nicht ab. Sie lässt sich mega krass aufbauen und ich liebe sie. Also ich finde sie wirklich sehr empfehlenswert. Deswegen wird sie jetzt auch getragen. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich weiß, manchen ist es zu viel. Für mich ist es genauso perfekt. Ich finde es großartig, was die für eine Länge, für ein Volumen, für Wimpern zaubert. Und die bringt einfach jeden Look nochmal auf eine andere Stufe. Und das mag ich einfach super gerne leiden. Ja. Das ist einfach voll mein Vibe und ich kann euch die total empfehlen. Die gibt es auch in einer kleinen Variante, dass man sie sich einfach erstmal anschauen kann. Also für mich eine der absoluten, mega krassen Mascaras aktuell auf dem Markt. Lip Liner habe ich hier einen von Revolution in Real Life Filter Finish Lip Definer in der Farbe Chai Nude. Da habe ich mir gedacht, den kannst du doch super zu so ungefähr allen möglichen Lippenfarben oder Lippenstiften kombinieren, weil das halt wirklich ein sehr, sehr ja, dezenter Lip Liner ist. Ja, ja, gleich kommen mir noch die Haare offen. Das sieht jetzt wild aus, aber so sieht das immer unterm Haarreifen bei mir aus. Der ist ganz schön pink. Also rosa. Schweinchenrosa, hallo. Also der Lip Liner ist von der Textur her super angenehm. Der gleitet über die Lippen. Ich kriege nur so ganz, ganz dezente Natascha Ochsenknecht-Vibes, weil das doch schon sehr, sehr rosa ist, ne? Nun ja, kombinieren wir das Ganze einfach mal mit dem Golden Glimmer Gloss von der lieben Natascha. Und da habe ich jetzt auch schon sehr, sehr viel Positives von gehört. Mal gucken, ob ich den auch so positiv jetzt auf meinen Lippen finde. Ja, das ist einfach so ein abgeschrägtes Füßchen. Oh, der scheint plumping zu sein. Okay, tragen wir den mal auf. Wenn du sowas hast, am Handtuch oder wo auch immer sauber machen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt noch wieder ins Produkt reingeben, weil dann versaust du dir irgendwann das Produkt. Das ist auch nicht so schön. Oh, der macht einen schönen Glimmer. Ich mache mal noch ein bisschen mehr drauf, weil ich will ja auch ein bisschen diesen Goldschimmer sehen. Also man muss schon öfters reingehen, muss ich sagen. Ne? Ich hatte mir den Lip Liner so anders vorgestellt. Und der ist einfach pink. Dadurch ist natürlich jetzt auch der Lippy pink, ne? Das gefällt mir zum Oberteil ja, zum Augenlook nicht ganz so gut, muss ich gestehen. Egal. Ich habe von dem Lipgloss jetzt einen sehr, sehr schönen Schein. Ich merke da jetzt so erstmal nichts auf den Lippen. Also da ist natürlich jetzt diese Barriere mit dem Lip Liner auch dabei. Ne? Wir können uns ihn ja mal geswatcht angucken, aber ich glaube, der hat gar nicht so viel. Nö, der ist ja auch durchsichtig. Nö, der ist wirklich eher durchsichtig. Der hat ganz, ganz, ganz dezente Gold. Schimmerpigmente drin, die siehst du kaum.
Ich spüre die minimal auf meinen Lippen. Wirklich minimal, ne? Okay, ja, ne? Das ist schon mal ein Look. Okay, das wird ganz schön warm jetzt irgendwie auf meinen Lippen. Ich hätte gedacht, das ist eher so vom Duft her, war das eher mentholig. Okay, das gibt jetzt was Richtung Too Faced Lip Injection. Müssen wir mal abwarten, wie das Ganze sich so auf meinen Lippen verhält. Okay, also Haare sind offen. Das heißt, man sieht den Look jetzt auch einfach mal so in seiner Komplexität. Und ich finde, dass der Look richtig schön aussieht. Abgerundet wird ja jeder Look auch durch einen schönen Duft. Und da habe ich mir jetzt mal das Prada Candy gekauft. Leute, alle schwärmen davon. Ich habe es damals auch bei einer Freundin immer wieder gerochen. Und ich fand das so geil. Und habe mir jetzt gedacht, okay, Claudi, gönn dir. Ne? Und ja, ich habe erst versucht, den Deckel eben abzumachen. Das hat nicht funktioniert, weil da gar keiner drauf ist. Und ja, das sprühe ich mir mal drauf. Oh Gott, ist der Duft gut. Mhm. Ja. Mhm. Okay, er ist süß. Ich bekomme auch was Blumiges mit dabei, ne? Aber wie so ein dezentes Blumenbouquet, was dir von einem sehr... Also es wird dir auf eine sehr sanfte Art und Weise übergeben. Und oh, das riecht aber richtig angenehm. Also es hat für mich jetzt nicht Candy-Vibes, das, was man halt so als erstes denken würde, dass es jetzt irgendwie mega, mega krass nach Süßwarengeschäft riechen würde oder so. Das nicht, weil das hat halt auch noch diese blumige Note mit dabei, was irgendwie das Ganze auflockert, finde ich. Oh, der riecht unheimlich gut, der Duft. Also da kann ich verstehen, dass viele den richtig, richtig toll finden. Das ist auch ein Duft, den kannst du immer tragen. Den kannst du übers ganze Jahr tragen, den kannst du auf Feierlichkeiten tragen, den kannst du im Büro tragen. Da bist du immer good to go. Den kannst du auch so abends zum Feiern gehen tragen, aber ich glaube, da wird der ein bisschen untergehen, weil dafür ist der zu zurückhaltend. Was nicht negativ ist, ne? Aber ich finde, der riecht unglaublich gut. Oh, richtig, richtig cool. Und darüber freue ich mich gerade sehr, dass ich den jetzt auch hier habe. Ihr Lieben, das war jetzt einfach mal mein Schminki mit ein paar Neuheiten. Ja, ich weiß, Lippen passen zum Oberteil und nicht zum Look, aber egal. Trotzdem finde ich, dass dieser Look insgesamt hübsch aussieht. Mir gefällt auch richtig gut meine Base. Mein Augenlook finde ich auch sehr, sehr schön. Wobei ich da halt auch sagen muss, ne, braucht man diese Palette? Ist vielleicht ein schönes Geschenk, was man machen kann. Aber weiß ich nicht. Also... ich finde sie schön, aber braucht man noch einen... Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Wenn man zum Beispiel Natasha Denona Fan ist, wo man halt auch wirklich jede Palette feiert und sammelt, dann kann ich mir vorstellen, dass man sich darüber freuen wird. Aber sie ist schon sehr einheitlich. So kann man das vielleicht ausdrücken. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.